Corona lähmt fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Lockdown, Maskenpflicht, Belastung des Gesundheitswesens, Wirtschaft, Impfstoffe, Inzidenzwerte, Aussagen von Politik und Spezialisten jeder Art und nicht zuletzt auch geschlossener Einzelhandel und Gastronomiebereich dominieren allenthalben die öffentliche Wahrnehmung. Kulturelle Angebote, insbesondere das Zusammentreffen von Menschen in Vereinen, stehen weniger im Fokus. Jedoch gerade im ländlichen Raum bilden Vereine das Rückgrat des gesellschaftlichen Lebens. Viele kämpfen aktuell um ihre Existenz. Vereinsarbeit findet praktisch nicht statt. Mit der Serie Szene zeigen lenken wir den Blick auf die Vielfalt des Vereins- und Kulturlebens im Landkreis Meißen und stellen großartige Projekte ehrenamtlicher, engagierter Arbeit vor. Wie wurde die Krise bisher gemeistert und mit welchen kreativen Ideen wurde ihr getrotzt? Welche Möglichkeiten zur gegenseitigen Hilfe ergeben sich? Wie geht es weiter? Zu diesen und weiteren Fragen kommen Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Vereine zu Wort. Aber auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen sich den Fragen zur aktuellen Situation. Es gilt, mit allen Kräften Vereine zu erhalten und Kultur weiter zu ermöglichen. Beide sind der Kitt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Szene zeigen gegen Corona. Ein Projekt der Morast Jugendarbeit mit Vereinen und Kulturschaffenden im Landkreis Meißen. Hallo, also mein Name ist Steffen Stiller. Ich komme hier vom Fahrradverein Weinböhler. Bin da selbst seit 1975 Mitglied und bin für die historische Radgruppe verantwortlich. Wir haben aber auch weitere Gruppen, zum Beispiel eben das Einradfahren, wo hauptsächlich Kinder sind. Wir haben momentan so an die 20 Mitglieder in der Einradgruppe. Und dann haben wir noch das Radwandern. Ja, die Corona-Zeit hat bei uns auch halt vielen ein bisschen einen Stein in den Weg gelegt. Es sind viele Sachen ausgefallen. Bei der historischen Radgruppe sind viele Veranstaltungen ausgefallen, wie zum Beispiel auch Tag der Sachsen. Das Welttreffen in Belgien, wo wir hätten dran teilgenommen im Mai, ist leider auch ins Wasser gefallen. Und die Einradskids hatten die erste Zeit auch kein Training mehr. Wo es dann gelockert worden ist, wurde dann in kleinen Gruppen trainiert. In den Sommermonaten war Radwandern möglich, wo wir halt Radtouren gemacht haben mit bestimmten Zielen, also auch wo man historische Sachen sich angeschaut hat, also mit Kultur, ein bisschen verbunden, die nur radeln. Das Velozium hat halt dann auch mitgeholfen. Also wir haben ab August war ja dann der Rohbau fertig. Es wurde eingeräumt, wo sich halt dann der Verein sehr mit beteiligte beim Einräumen, Reinigungsarbeiten. Also haben wir uns hier in das Velozium, das ist ja diese neue Fahrraderlebniswelt in Weinböhler, eingebracht, wo wir uns auch weiterhin arrangieren mit Veranstaltungen, Ausfahrten, die hier beginnen oder enden und dann auch Fahrradfeste und andere Sachen hier durchführen wollen. Ja, wie gesagt, Radwandern war halt in den Sommermonaten und die ganzen Jahrestreffen, Jahreshauptversammlungen und so, das haben wir halt jetzt so konzipiert, dass wir das alles im Sommer nachholen werden. Es wird im Sommer halt mal ein großes Vereinsfest geben, sagen wir mal so, wo halt dann diese ganzen Auszeichnungen und Sachen nachgeholt werden, auch wieder dieses ganze Gefüge wieder mal zusammengeführt wird, weil wir waren ja auch ein sehr geselliger oder sind ein sehr geselliger Verein. Und das fehlt halt auch vielen und dass wir halt den Zusammenhalt wieder festigen können. Für den Mai haben wir geplant ein Fahrradfest. Ob uns Corona nur einen Strich durch die Rechnung macht, wissen wir nicht. Auf alle Fälle werden wir das jetzt die nächsten Monate trotzdem planen und vorbereiten. Radwanderungen werden geplant fürs kommende Jahr, die dann auf alle Fälle, denke ich, auch in den Sommermonaten ausführbar sind. Und die Kids werden ja dann auch die Sommermonate wieder anfangen können zu trainieren. Sie machen auch Auftritte halt auch im Freien draußen. Also sie treten ja auch zu Schaufahren, machen sie zu Veranstaltungen. Und des Weiteren haben wir ja 1922 dann 125 Jahre Radsport in Weinböhler. Dazu haben wir eine Broschüre bzw. ein Buch in Arbeit. Das werden wir halt nutzen. Da können wir ja über Internet halt arbeiten, zuarbeiten machen und sowas, telefonisch. Das ist dann auch nicht das Problem, wo man halt Recherchen untereinander eigenständig machen kann. Und dann Vorbereitungen halt direkt dann für das Fest schon, was halt da eigentlich, wo wir uns draußen ja aktiv betätigen können, kann man aber jetzt so organisatorische Sachen schon weit
vorausplanen und organisieren. Also unterstützt wurden wir im Prinzip aber auch in der Zusammenarbeit halt, was das Velutium anging, gerade jetzt die Textgestaltungen und Sachen, wo uns halt auch viele andere Vereine wie der Fahrradverein Historische Fahrräder aus Dresden oder der Historische Fahrradverein deutschlandweit, gibt es einen großen Verein, daher kam Unterstützung und wo wir halt auch viel zusammengearbeitet haben, auch halt übers Internet. Es sollte ja eigentlich schon mal ein bisschen eher eröffnet worden. Es ist dann die Eröffnung dann mal ein paar Wochen verschoben worden. War mir auch ganz recht, weil wir sind dann doch ein bisschen in Bedrängnis geraten mit einigen Sachen. Also wir waren aber rechtzeitig zum 31. Oktober waren wir halt dann fertig. Da war die Eröffnung. War auch ein guter Andrang. Es waren so 400 bis 500 Leute über den Tag. Mehr hätten es auch gar nicht sein dürfen, weil wir durften ja auch nur angemessen, also maximal 30 Leute durften sich hier im Gebäude aufhalten, so verteilt auf die einzelnen Räume. Und dann waren Sonntag nochmal so 200 Leute als Besucher da am 1. November. Viele sind dann auch gekommen, weil sie es über den MDR halt gehört haben im Fernsehen. Haben sie gesagt, bevor es zumacht, fahren wir schnell nochmal her. Der Pumptrick draußen, die Außenanlage ist sehr gut angenommen worden. Da kam selbst dann Montag oder so, die über Instagram das gelesen haben, wollten gerne auf die Strecke, aber es war halt dann nicht mehr möglich. Mussten wir halt nur aufs kommende Frühjahr vertrösten. Szene zeigen gegen Corona. Auf ein Wort mit Vereinen und Kulturschaffenden.